Herzlich willkommen zum Best of 15 Jahre Let's Dance. Am Freitag war Karfreitag und dort ist ja Tanzverbot und deswegen gab es keine reguläre Folge Let's Dance 2023, sondern es gab eine Special-Folge, in der die letzten 15 Jahre Let's Dance in einem Best of Jahr für Jahr zusammengefasst worden sind. Das bedeutet, wir machen heute eine Reise durch 15 Jahre und ich sag euch gleich, ich kann natürlich immer nur teilweise Dinge davon euch zeigen, weil es einfach viel zu viel war. Die Sendung ging fast 4 Stunden lang. Wenn ihr also noch mehr sehen wollt oder euch noch ein Jahr genauer angucken wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu RTL Plus und dort findet ihr auch die Best-of-Folge. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video auch nutzt, um vielleicht auch Kommentare zu schreiben, denn ich bin ja dieses Jahr das erste Mal bei Let's Dance dabei und ich habe richtig viele Dinge gesehen in diesen 15 Jahren, die ich richtig cool und interessant fand und ich würde natürlich gerne eure Erinnerungen und eure Storys dazu in den Kommentaren lesen. Außerdem würde ich mich auch über einen Daumen nach oben und ein Abonnement freuen und wir starten jetzt im allerersten Jahr. Ihnen auch zu Hause herzlich willkommen zu Let's Dance. Es war sehr aufregend, weil es war neu. Es war das allererste Mal so eine Tanzshow im Fernsehen. 2006 also die allererste Staffel Let's Dance und wie ihr gesehen habt, moderiert von Harpe Kerkeling und Nazan Eckes. Und was soll man sagen, Harpe Kerkeling, das ist schon ein Highlight für sich. Let's dance, come on, let's dance, die Musik lockt uns. Harpe Kerkeling ist für mich der... Aber nicht nur Harpe Kerkeling, sondern auch eine Person in der Jury, die uns heute immer noch erhalten ist. Und zwar Joachim Lambi ist ein Riesenhighlight für diese Let's Dance-Geschichte. Und er war auch dort schon mit dabei. Der gestrenge Herr zu meiner Rechten ist der internationale Wertungsrichter Joachim Lambi. Herzlich willkommen, Herr Lambi. Das sah vor 15 Jahren aus. Und ich finde es immer richtig cool zu sehen, wie die Leute dann vor vielen Jahren aussahen. Und Herrn Lambi natürlich ein sehr adretter und hübscher junger Mann. Kennt man heutzutage ja nicht mehr so von ihm. Aber er war damals schon wie heute ein kleiner Bösewicht. Herr Lambi, die Hinrichtung ist eröffnet. Bitte. Ich fand's gar nicht so großartig. Oh. Es war mir zu wenig Leidenschaft, zu wenig Hüftbewegung. Ich fand's ein bisschen zu flachfüßig. Und Harpe Kerkeling mit Joachim Lambi war schon damals genauso schnippisch und lustig wie heute Daniel Hartwig und Joachim Lambi. Da sieht man auch wieder, der Moderator wurde zwar geändert, aber die Rolle des Moderators, die ist immer noch genau wie früher. Habe ich ein Lächeln gesehen bei Ihnen während des Tanzes? Kann das sein? Ja, so ein leichtes. Ich fand's gar nicht so schlimm. Herr Lambi? Ja, aber nur wenn es was Nettes ist jetzt. Ach so, dann sage ich jetzt nichts mehr. Dann sagen mehr. Sie nichts. Danke. Alles klar. Was natürlich auch ein Highlight war, war der allererste Tanz. Und den hat tatsächlich Wolke Hegenbart gemacht. Und Wolke Hegenbart kenne ich schon richtig, richtig lange. Denn als ich ein Jugendlicher war, lief immer so eine Serie mit ihr. Mein Leben und ich oder irgendwie so hieß sie. Und seitdem war ich schon verliebt in Wolke Hegenbart. Die war wirklich immer so eine richtig, ja, so ein Teenager-Crush von mir. Wolke Hegenbart ist damals als allererste auf dem Parkett rausgelaufen, Let's Dance Live. Und natürlich gab es dann eine komplette Staffel und viele Dinge, aber was auch sehr außergewöhnlich war, es ist jemand ausgefallen, kurz vor einer Show und da musste dann jemand aushelfen, der damit gar nicht gerechnet hat. Wir hatten jemanden, der bei uns die Kostüme von der ersten Minute anschneidert, unsere Katja Konvents. Und die schon meine Kostüme vorher gemacht hat, als zu meiner aktiven Zeit. Und die hat für uns getanzt, außer Konkurrenz. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ihr seid da angestellt, um die Kostüme zu machen. Und dann fällt jemand aus und irgendjemand muss dieses Loch in der Show stopfen. Und dann machst du einfach so einen 40-Sekunden-Tanz mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, schon respektabel. Heute würde man das wohl einen Impro-Dance-Extreme nennen.
Und um 19 Uhr kommt der Michael halt zu mir, Katja, wir müssen 40 Sekunden tanzen. Ich habe, was tanzen? Ja, wir müssen Quickstep tanzen. Ich habe, wie? Frau Simon, ich tanze nicht und diese Lücke mussten wir ausfüllen und dann bist du dabei. Und die erste Staffel war wirklich sehr besonders, denn es war ja auch die erste Staffel. Es gab aber natürlich auch einen Gewinner in der ersten Staffel und das war zum einen Wayne Carpendale, zum anderen aber die wundervolle Isabelle, die wir heute ja durch Knossi auch spätestens jetzt alle lieben. Aber wir haben es geschafft! Dieser Moment werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe immer noch Gänsehaut. Wayne Carpendale und Isabelle Edwardson. Wirklich zauberhaft, wie schön Isabelle damals war. Und wie wunderschön sie auch immer noch heute ist. Es ging dann im darauffolgenden Jahr 2007 direkt weiter mit der zweiten Staffel. Und dort kam auch ein neuer Profitänzer aufs Parkett. Der Christian, der heute sich ein bisschen mit der Sherren immer rumärgern muss. Christian Polans, ehemaliger deutscher Vizemeister Latein, war immer schon ein toller Tänzer. Und es war echt eine Bereicherung, dass wir den 2007 bekommen haben. Das Finale war ein Duell unter Frauen. Die Siegerin wurde damals nur von der Jury bestimmt. Susan und Christian. Und tatsächlich konnte Christian in seinem allerersten Jahr direkt gewinnen mit Susan Sideropoulos, die ich auch sehr gerne mochte damals, weil ich habe damals, glaube ich, noch GZSZ geguckt und Susan war da ja auf jeden Fall mittendrin statt nur dabei. Hätte ich wirklich gerne damals auch mitbekommen. Also ich wusste, dass es Let's Dance gab, aber ich habe es halt nicht geguckt. Ich war dumm. Was ich aber auch richtig gerne gesehen hätte, 2007, ihr seht es, ich bin Bayern-Fan, das ist nämlich eine Bayern-Decke da im Hintergrund und ich war natürlich auch ein richtig, richtig großer Fan von Giovanna Elba. 2007 habe ich mit Giovanna Elba getanzt, das war natürlich damals, wow, was war er alles? Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres, eine Legende, mit dem ich tanzen durfte. Richtig, richtig cool. Und Harpe Kerkeling, der Vorgänger von Daniel Hartwig, hatte einen kleinen, aber feinen Unterschied. Der hat nämlich auch immer sehr gerne getanzt. Harpe hat einfach jede Folge getanzt. Hat es sich nicht nehmen lassen und er hat's geliebt. Und ich finde, das sah so charmant aus. Vom flotten Quickstep bis zum strengen Paso Doble. Und es war damals wirklich eine sehr, sehr wilde Staffel. Im Finale von 2007 gab es dann auch eine sehr besondere Sache, denn einer von den Jurymitgliedern war verhindert, krank, whatever. Und es gab dann einen Ersatzjuror und das war kein anderer als der alte, junge Dieter Bohlen. Also wenn ich so ein kurzes Kleid vor mir gehabt hätte, hätte ich keinen Tanz mehr hingekriegt. Also ich meine, der hat es gut gemacht. Er wusste, über was er reden kann und auch besser vielleicht nicht reden soll. Deine Beine sind für mich echt ein Wunder. Ich glaube, du hast irgendwann mal mit einem Storch gepokert, hast gewonnen. Ich mag den Dieter, ich finde ihn lustig und ich finde es cool, dass er auch dabei war. Es gab ja tatsächlich auch irgendwann mal die Situation, dass Joachim Lambi in der DSDS Live-Show als Ersatz dabei war, wenn ich mich nicht täusche. Das ist natürlich ein schöner Kreis, der sich da schließt. Was aber auch 2007 angefangen hat, das war die Geschichte von Motsi Mabuse bei Let's Dance und die hat damals noch als Tänzerin mitgemacht und die hatte einen richtig coolen Tanzpartner. Bis in die fünfte Show vor. Meine erste Staffel bei Let's Dance war Gilde Horn. Ich werde das nie vergessen. Also er war tänzerisch jetzt nicht vielleicht die höchste Qualität, aber menschlich einfach top. Wie ihr seht, eine Staffel gespickt mit richtig vielen coolen Momenten. Es gab aber auch einen traurigen Moment, denn am Ende der Staffel hat Harpe Kerkeling seinen Abschied verkündet. Liebe Jury, ihr werdet mir fehlen. Auch Sie, Herr Lambi, werden mir fehlen. Und Nasan Hase, eine Liebeserklärung an dich. Und tatsächlich gab es dann einen kleinen Bruch und Let's Dance gab es im Folgejahr nicht und im Folgejahr des Folgejahres auch nicht. 2010 ist es dann aber wiedergekommen und da ist dann auch Daniel Hartwig aufgeschlagen. Es hat lange gedauert, nämlich insgesamt 3 Jahre, aber es musste ja auch erst wieder eine Generation von hungrigen, gut aussehenden, tanzwütigen Promis heranwachsen. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass unsere liebe Isabelle, von der ich auch ein kleiner Fan geworden bin, damals tatsächlich eine Staffel lang in der Jury war. Niemand kann es besser bewerten als dich. Das war ein sehr spannender Ausflug, eine spontane Entscheidung. Und zwar, Isabelle, hast du nicht Lust, diese Staffel uns in der Jury zu unterstützen? Und was ich auch sehr lustig finde, ist, damals in der Jury war tatsächlich Harald Glöckler. Auch er durfte die Kellen schwingen. Harald Glöckler. Ich möchte diese Leidenschaft spüren. Bin nicht zum Spaß hier, ja?
Und der Herr Glöckler ist natürlich ein sehr, sehr spezieller Typ. Und der Lambi ist auch ein sehr, sehr spezieller Typ. Und Joachim Lambi hatte einfach mal Lust, ein anderer spezieller Typ zu sein. Das hat ganz schön gut geklappt. Also ich wollte ja mal sehen, wie das so ist, so mit so Klamotten und Bling-Bling und so aussehen wie Glöckler. Es ist schon ein Riesenaufwand. Ja. Das ist schon mit viel Arbeit verbunden. Aber warum nicht? Also, ich sag euch ganz ehrlich, Verwechslungsgefahr bestand da auf jeden Fall, hat ihm auch richtig gut gestanden. In der Staffel mitgemacht hat dann Brigitte Nielsen und ich muss wirklich sagen, ich habe heute gelernt, dass eigentlich fast die komplette Dschungelcamp-Besatzung auch bei Let's Dance war. Ich finde, das ist wirklich krass, wie viel sich da überschneidet. Aber Brigitte Nielsen war da und die ist richtig rangegangen. Küssen kann auch Brigitte Nielsen. Die verteilt einfach mal Küsse, was ja nicht schlimm ist. Man muss aber dazu sagen, dass sie auch Küsse kassiert hat. In diesem Welt gibt es so viel Krieg. Ein bisschen Küssen ist auch okay. Nein, ich finde ja. Ja. Ich glaube, der Kuss hat Brigitte ein bisschen überfordert damals. Wobei ich weiß nicht, wenn er gut war oder nicht. Ich meine, der war von Daniel Hartwig, der Kuss kann nur gut gewesen sein. Auch dabei in diesem Jahr war Sophia Tomalla und die hat tatsächlich einen richtig, richtig guten Auftritt hingelegt und auch in der ganzen Staffel eine richtig gute Figur gemacht. Ein Tanz für die Let's Dance Geschichtsbücher war ihr Freestyle im Finale zu Songs von Michael Jackson. Denn die Sophia hat damals ja mit dem Massimo getanzt und die beiden waren ein richtig, richtig starkes Team. Und es gab damals ja noch 4 Juroren und die haben auch zum ersten Mal eine magische Marke geknackt. Mit ihrer Humba erreichten die beiden, was bisher noch keinem Paar gelungen war. 40 Punkte, volle Punktzahl. Für Massimo ist einfach Tanzen sein Leben und er hat einfach alles in mich gesteckt und er hat alles aus mir rausgeholt, was nur geht. Was genau Massimo jetzt in sie reingesteckt hat, das wollen wir vielleicht nicht ganz genau wissen, denn das ist ja irgendwie auch eine Familiensendung, was wir hier machen. Aber auf jeden Fall Respekt an die Leistung und auch Respekt an Sylvie van der Vaart, die damals auch dabei war. Denn die hatte damals ja Brustkrebs, glaube ich, und hatte dementsprechend noch kurze Haare. Und sie war so frei und hat sie einfach offen gezeigt, was natürlich gar kein Problem ist und was auch eine schöne Frau niemals entstellen kann. Aber trotzdem war es natürlich respektabel und hat ein gutes Zeichen gesetzt. Ich finde, es ist ein schönes Statement gewesen für die vielen Krebserkrankten, die aufgrund der Chemo Haare verloren haben oder ja auch ganz aktuell aus anderen Gründen vielleicht damit zurechtkommen müssen. Fand ich das wirklich schön. Und das Finale bestand dann auch aus Sophia Tomalla gegen Sylvie. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht das knappeste Finale ever. Die Prozentzahlen gehen nicht wirklich knapper. 50,8% hat unser Dancing Star und 49,2% unser zweiter Platz. Also auch 2010, die dritte Staffel, war ein voller Erfolg und anscheinend eine richtig, richtig gute Zeit. Und Daniel Hartwig hat da sogar auch mal ein bisschen getanzt. Das ist so der Notlösungswienerwalzer. Der sieht doch schon mal ganz gut aus, oder nicht? Weil wiegen ist im Fall auch mal ein bisschen peinlich. Und seit 2010 ist tatsächlich Let's Dance jährlich am Start. Das bedeutet, die nächste Staffel war direkt 2011 und dort gab es eine Neubesetzung in der Moderation. Denn neben Daniel Hartwig war auf einmal Sylvie van der Vaart dabei. Und ich darf wieder dabei sein. Ich freue mich so. Und da war sie, die Vorjahresfinalistin und Zweitplatzierte, unsere holländische Freundin Sylvie Meis. Da! Willkommen, du guckst Let's Dance. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, sagt man jetzt eigentlich Sylvie Meis oder sagt man, weil sie damals Van der Vaart hieß, Sylvie Van der Vaart? Oder ihr wisst, was ich meine, Sylvie war dabei. Und eine andere Person wurde auch neu besetzt und zwar in der Jury,
die wundervolle Mozzi. Im letzten Jahr hast du noch mitgetanzt, dieses Jahr sitzt du zwischen Glöckler und Lambi. Du gehst also gerne dahin, wo es weh tut. 13 Jahre und es macht unglaublich Spaß. Unsere komplette Jury, wie wir sie heute kennen, haben wir allerdings noch nicht erreicht. Das kommt noch. Es gab dann noch so einen anderen Typen in der Jury. Ich weiß gerade nicht genau, wie er hieß. Ist auch egal. Der hat aber eine sehr, sehr komische Aktion gebracht, denn der hat Punkte vergeben. Relativ viele. Einfach nur, weil er wollte, dass der weiterkommt, der Kandidat. Ich will, dass du in die nächste Show reinkommst. So, und was macht der liebe Herr Frieling? Dass er den Checker ein bisschen rettet. 10. 10 für die Performance war eigentlich eine Frechheit. Und das kann ich jetzt natürlich nicht richtig bewerten, weil ich natürlich das damals nicht geguckt habe und ich den kompletten Kontext nicht kenne. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn einer von euch das vielleicht mitbekommen hat, dass er mal in die Kommentare schreibt, war das damals so eine lustige Aktion oder war das schon ein bisschen lost? Apropos ein bisschen lost, Daniel Hartwig hat auch in diesem Jahr nochmal das Tanzbein geschwungen. Also er hat sich Mühe gegeben. War nicht der beste Samba auf der Welt, aber er hat mal getanzt. Und der Gewinner im Jahr 2011 war auch ein ganz besonderer. Das war nämlich die wundervolle Maite Kelly, die wirklich richtig, richtig überzeugen konnte. Herzlichen Glückwunsch an Maite Kelly und Christian. Ja, lief bei mir damals. Ja, dritte Staffel und der zweite Sieg. Und dann kommen wir auch schon an im Jahr 2012. Und dort haben wir dann tatsächlich Maite Kelly wieder dabei. Aber nicht als Kandidatin und auch nicht als Moderatorin, sondern als Jurymitglied. Auch wenn es für sie ein bisschen problematisch war. Maite fand es ziemlich schwierig, als Juror zu sein. Sie war sehr, sehr emotional und hat sich nicht getraut, so wirklich ihre Meinung zu sagen. Ich glaube, für sie war es ein bisschen schwierig. Ich glaube, ihr war es lieber zu tanzen. Aber auch wenn sie ein bisschen Probleme hatte, die Kandidaten zu bewerten, sie hatte keine Probleme damit, ihren Jurykollegen abzuknutschen. Da wird man fast ein bisschen neidisch. Ja! Jetzt hat sie zu. Und irgendwas muss in der Luft gelegen haben, denn nicht nur bei Maite ging es ab. Das war generell die Staffel, wo das Liebesdrama am größten war. Denn der Massimo und die Rebecca, die haben sich ein bisschen verliebt, glaube ich. Ich war geschockt. In diesem Fall haben die Leute nicht so viel falsch interpretiert. Man hat sich verliebt und... Ja. Und das ist nicht nur einmal passiert bei Let's Dance, aber es ist natürlich wunderschön, wenn es passiert. Ich sag Glückwunsch, auch wenn Rebecca mir kurz vorher noch einen Partner hatte. Aber das war schon alles clean, glaube ich. Sebastian und ich haben uns halt wirklich vor Wochen getrennt und das hatte viele Gründe, aber jetzt bestimmt nicht Massimo. Also Rebecca war schon eine sehr, sehr gute Schülerin. Die Funken, die da geflogen sind, die waren ja nicht zu übersehen, die... Ja. Wir haben halt wirklich viel Spaß beim Tanzen und das war's. Aber nicht nur lieben konnten sie sich, die konnten tatsächlich auch richtig gut tanzen, sind ins Finale gekommen und 2012 ist Whitney Houston verstorben. Das wurde dann auch aufgegriffen. Ihren emotionalsten Tanz widmeten die Turteltäubchen im Finale Sängerin Whitney Houston, die 2012 mit nur 48 Jahren verstarb. Gewonnen haben die beiden aber nicht im Finale, denn jemand anderes hat gewonnen. Und das ist auch wirklich eine sehr verrückte Geschichte, denn eigentlich waren die schon ausgeschieden. Dabei wäre es beinahe nicht zu diesem magischen Moment gekommen, denn schon in Show 4 hieß es. Ja, und die Magdalena ist nämlich ausgeschieden, aber weil sich jemand anderes verletzt hatte, ist sie dann wieder reingerutscht und dann ist sie tatsächlich trotzdem ins Finale gekommen und hat das Ding sogar gewonnen, obwohl sie schon mal ausgeschieden war. Er ist wirklich verrückt. Dancing Star 2012 ist Magdalena Czeska! Und damit kommen wir dann jetzt im Jahr 2013 an und das ist ein wirklich bedeutendes Jahr, denn hier kommt ein Mann in die Jury, den die Welt gebraucht hat, auch wenn das damals noch niemand wusste. Hier ist Mr. High Heel, Model und Choreograf, Jorge Alexis Madrigal Barona Villa González.
Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich mag den Jorge einfach so richtig, richtig gerne und ich mag generell die komplette Jury und ich finde es auch richtig cool, dass die Jury jetzt seit 10 Jahren immer gleich ist und es einfach so ein richtig cooles Feeling mitbringt. Damit war die Jury endlich komplett. 2013 kommt unsere Jorgelito und ich glaube die längste Juror in ganzer Welt, die zusammen jetzt schon 10 Jahre da sitzen. Und damals mitgemacht hat Sida Shahin, die auch von GZSZ gekommen ist. Und die war tatsächlich auch der riesengroße Favorit. Aber im Finale hat dann doch jemand anderes gewonnen. Dancing Star 2013 ist Manuel Cortez! Und natürlich ist das ein bisschen schade, aber auch Sila hat Rekorde gebrochen bei Let's Dance und richtig, richtig gute Leistungen abgeliefert und sich damit auch ein bisschen unsterblich gemacht. Rekord. Nach 5 Jahren wurde zum allerersten Mal volle Punktzahl für einen Paso Doble gegeben. Wir kommen an im Jahr 2014 und da hat ein Kandidat mitgemacht. Wahrscheinlich hat jeder damit gerechnet, dass er richtig, richtig gut ist. Er war es tatsächlich auch. Sänger Alexandra Klavs fegte mit Partnerin Isabel Edvardsson übers Parkett, als hätte er nie etwas anderes getan. Ich sitze von Anfang an hier und ich muss sagen, das war das beste Opening, was wir in allen Staffeln hatten. Und auch er hat mit Isabel getanzt. Irgendwie hat Isabel auch immer die richtig coolen Tanzpartner. Aber auch wenn es für die beiden richtig gut lief, es hat wirklich sehr viel Arbeit gekostet, denn Alexander war jetzt kein ausgebildeter Tänzer. Auch wenn man das vielleicht erwartet hätte, irgendwie, dass er das gut kann. Wirklich, und das glauben die Leute nicht, der hat vorher nie getanzt. Der hat Musical Tarzan, er kam vom Tarzan, der hatte solche Hände, da hatte wie ein Affe gesprungen. Wir haben so intensiv gearbeitet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin so wahnsinnig stolz. Aber Isabel hat es geschafft, die Hände wieder zu glätten und ihn zu einem absolut großartigen Tänzer zu machen. Und Alexander Klavs ist auch irgendwie so ein Mann, da denkst du dir, der kann halt einfach alles, er kann auch gewinnen. Dancing Star 2014 ist Alexander Klavs war trotzdem, auch wenn es wirklich sehr viel Arbeit war, immer der Favorit, hat diese Favoritenrolle dann auch ins Ziel gebracht und er war der Erste, der den Startzielsieg gemacht hat und dieses Jahr könnte Anna Ermakova ja so ein ähnliches Ziel erreichen. Vollgas zu geben, war schon vorne und hat sozusagen einen Startzielsieg erreicht. Das hat bis dato auch, glaube ich, kein anderer geschafft. Dann wurde es 2014 auch nochmal richtig emotional, denn Mozzi Mabuse saß natürlich die ganze Zeit in der Jury, war aber trotzdem auch Profitänzerin. Und 2014 hat sie dann ihre Karriere beendet und den letzten Tanz als offiziell Tanzprofi durfte sie dann auf der großen Bühne machen. Eine großartige Wettkampfkarriere geht zu Ende für sie und ihr Tanzpartner Jewgeni Wozniak. Und wir dürfen dabei sein. Und das war für alle sehr, sehr emotional, auch für Mozzi und ihren ja, mittlerweile Ehemann. Aber natürlich ist es auch eine Erinnerung, die für immer bleibt. 2014 haben wir aufgehört zu tanzen hier bei Let's Dance. Emotional war es und sehr besonders. Und Mozzi sprach davon, dass es ein Riesengeschenk war, dass sie das machen durfte. Sie wird jetzt immer davon erzählen können und sie wird es vor allen Dingen auch angucken können. Sie wird es irgendwann ihren Kindern zeigen können. Ein sehr großer Moment und er war wirklich sehr emotional. Dann kommen wir an im Jahr 2015 und da ist was Lustiges passiert. Auch wenn ich hier nochmal erwähnen will, ich finde es richtig schön, Daniel Kübelböck hier zu sehen und ich bin echt, ich finde es verrückt, wie gut er da aussieht und ich finde es sehr schade, dass er, ja, weg ist. Dessen Partnerin OT beinahe mehr Haut gezeigt hätte, als zu dieser Sendezeit erlaubt. Und Daniel Kübelböck wollte damit der Schwester von Und die Tanzpartnerin von Daniel Kübelberg war tatsächlich die Schwester von Mozzi Mabuse.
Und der ist das Kleid geplatzt. Wir wollten eigentlich starten und dann hat ihr Kleid geplatzt. Sowas gab's noch nie bei Let's Dance. Wir machen kein Mabuse Sextape, das bleibt zu. Natürlich nicht. Aber das Kleid wurde dann an der Bühne wieder zusammengenäht und dann konnten die beiden auch zusammen tanzen. Daniel Kübelböck. Und mit geschlossenem Kleid Oti Mabuse. Mit der Samba. Ja, und was soll ich euch sagen? Daniel Kübelböck fehlt wirklich sehr. Auch als ich die DSDS-Staffel dieses Jahr geguckt habe, oder ich gucke sie ja momentan. Man merkt einfach, er ist so ein großer Teil von all dieser Historie. Und er ist ein so besonderer Mensch gewesen. Und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir auch nicht so genau wissen, was jetzt genau mit ihm passiert ist und dass er wahrscheinlich nicht mehr unter uns ist. Es ging in dem Jahr aber natürlich auch weiter und es gab auch noch andere Tanzpaare, wie zum Beispiel Matthias Steiner, unser Gewichtheber, und Ekaterina. Und die beiden waren tatsächlich im Finale, wenn ich das richtig verstanden habe, beim finalen Tanz auch schon. Und da haben die eine Hebefigur gemacht, beziehungsweise so eine artistische Figur. Und da ist was schief gegangen. Gewichtheber Matthias Steiner. Oh, das habe ich gesehen. Sie hat sich Fuß richtig gebrochen, umgeknickt. Gebrochen war glücklicherweise nichts, aber das wusste man natürlich noch nicht. Sie hatte sich nur irgendwie Bänder gerissen, gezerrt, geprellt, alles auf jeden Fall. Der Fuß war erstmal kaputt. Und das Krasse ist aber, die hat einfach weiter getanzt unter den schlimmsten Schmerzen der Welt wahrscheinlich. Hat aber weiter getanzt, aber das ist Adrenalin. Eine wirklich absolut brutale Leistung von Ekaterina. Da kann man nur den Hut ziehen, auch wenn es vielleicht sogar vernünftiger gewesen wäre, nicht weiter zu tanzen, weil natürlich die Verletzungsgefahr dann nochmal viel, viel größer ist. Und ihr müsst jetzt auch mal, wenn sie sich reindreht, auf den Fuß achten. Man sieht richtig, wie instabil der ist. Und trotzdem konnte sie es durchziehen. Ich habe auch gesehen, wie ihre Füße immer dicker wurden. Das war unglaublich. Ich weiß nicht, wie sie diese Tanz zu Ende getanzt hat. Aber es ist ja die erste Staffel, die ich momentan gucke. Und ich habe direkt gelernt, die Ekaterina, das ist eine richtig taffe und starke Frau. Und das bestätigt sie jetzt auch nochmal selber im Grunde. Und wenn du so eine Frau an deiner Seite hast, dann brauchst du, glaube ich, vorm Leben keine Angst mehr haben. Wirklich Respekt. Natürlich wollte ich nicht abbrechen, auch für Matthias. Ich weiß, dass Matthias, das hat nur einmalige Chance, Ballet Dance mitzumachen. Und wenn ich im Finale sage, oh, ich kann nicht weitermachen, wäre es schade für ihn gewesen. Was für eine wahnsinnig tolle Frau. Und es hat dann am Ende auch nur für den dritten Platz gereicht. Aber die Geschichte und diese Stärke von Ekaterina, die ist auf jeden Fall eine Goldmedaille wert. Der dritte Platz bei Let's Dance 2015 geht an Matthias und Ekaterina. Ebenfalls in dieser Staffel dabei war Hans Sapai, auch eine absolute Legende. Und der hat auch richtig abgeräumt mit der Katrin. Hans und Katrin legten die Messlatte verdammt hoch. Und die beiden haben das Ding am Ende auch gewonnen. Hans Sapai und Katrin Metzinger! Wir sind mittlerweile im Jahr 2016 angekommen bei der nächsten Staffel Let's Dance und Daniel Hartwig hat die Eröffnung des Jahrtausends parat. Ich bin sau aufgeregt, ich habe die ganze Woche geübt. Also die halbe Woche habe ich geübt. Na, come on! Und in dieser Staffel gab es eine wirklich große Legende. Und das ist wahrscheinlich der beste, schlechteste Teilnehmer ever, ever, ever. Potowski hat es beim Paso Doble geschafft, faktisch nur einmal nach vorne und zurück zu laufen, während Katrin Menzinger den kompletten Starlight Express an die Wand getanzt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, mit so einer Leistung ein so gutes Juryurteil zu bekommen, ist auch eine Qualität, die man erstmal haben muss. Uli, dieser Moment, das hat mir gefallen. Das war richtig, richtig schön unterhaltsam. Aber tatsächlich hat er eigentlich immer nur ein oder zwei Punkte bekommen, ist aber wirklich richtig, richtig weit gekommen. Bis zu Show 7, Leute. Ihr habt angerufen und dieser Mann blieb einfach in dieser Show weiter. Und ein legendärer Teilnehmer werden, das kann man nicht nur, wenn man die Höchstpunktzahl erreicht und immer der Beste ist. Der Uli hat es auch geschafft. Von der anderen Seite.
Ich hoffe, dass wir niemals diese Rekorde von Uli Potowski knacken. Ich hoffe es wirklich. Und wenn Joachim Lambi so über dich redet, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Uli Potowski wird für immer in den Annalen von Let's Dance einen würdigen Platz finden. In dem Jahr war aber auch unsere Viktoria Swarovski mit dabei als Kandidatin. Und die hat auch richtig, richtig abgeräumt. Die ist wirklich auch eine begnadete Tänzerin. Für mich eine von den besten Mädchen bei Let's Dance, weil sie wirklich technisch sehr gut getanzt hat. Und da gibt es dieses Wort, auf dem Boden geblieben. Immer auf die Tanzfläche. Aber die Sache ist, die Viktoria hat nicht nur gute Leistung gebracht, weil sie das einfach so konnte. Die hat sich währenddessen, während Let's Dance, sogar eine Rippe gebrochen, hat trotzdem mit gebrochener Rippe getanzt und hat trotzdem einfach komplett abgerissen. Alles andere wäre eine Frechheit. Yeah! Absolut sensationell. Kaputte Rippen, gebrochene Rippen und trotzdem so eine hohe Leistung geliefert. Über ihre Moderationsleistung wird ja manchmal ein bisschen gelächelt, sag ich mal. Tänzerisch und kämpferisch war sie aber in der Staffel eine absolute Top-Kandidatin und ein absolutes Highlight. 2017 war auch eine besondere Staffel und auch eine besondere Frau war mit dabei und ich finde die auch wirklich absolut großartig. Die Vanessa Mai. Man merkt in dem Moment schon, hey, es läuft. Es läuft, das wird jetzt hier, wird hier richtig gut. Komm, ich gebe einen mehr. Also, es geht doch. Es geht doch. Und Vanessa Mai hat wirklich richtig, richtig gute Auftritte hingelegt und ist dementsprechend auf jeden Fall ein Highlight und wird wahrscheinlich auch immer ein Teil der Let's Dance-Historie sein. Sie ist einfach eine von diesen Mädchen, die Let's Dance geprägt hat. Aber es wurde sich auch wieder verletzt 2017 und der gebrochene Fuß ist diesmal Wirklichkeit geworden. Allerdings hat es Christina Luft erwischt. Gestern hatten wir Generalprobe und haben unsere letzte Hebefigur nochmal geübt und dabei bin ich falsch aufgekommen. Dabei habe ich mir leider den Fuß gebrochen. Und man mag jetzt im ersten Moment denken, noch eine schlechte Nachricht, denn die Isabelle hatte was zu verkünden. Aber wartet ab, es ist eigentlich doch was sehr Positives. Die nicht so gute Nachricht ist, dass es heute leider meine letzte Show ist. War bei Let's Dance in dieser Staffel. Ich hätte andere Nachricht, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und das habe ich nur, weil ich der beste Mann der Welt habe. Ich liebe mein Mann Markus und Markus und ich werden bald nicht mehr alleine sein, sondern zu dritt. Ich habe das ja gerade schon gesehen und mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, wenn ich das gucke, weil ich mich einfach so sehr freue. Ich mag Isabel wirklich sehr gerne von dem, was ich jetzt so bei Let's Dance gesehen habe und ich freue mich wirklich für sie, dass sie so einen schönen Moment da hatte und auch ja in diesem Umfeld, wo glaube ich sehr viel Positivität herrscht, zumindest sieht es von außen so aus. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass es denen auch immer noch sehr, sehr gut geht. Natürlich ein Highlight von der Staffel 2017. Wie toll das war, es mit diesen Menschen es zu teilen. Das hat uns alle extrem gefreut. Das war einfach nur schön zu hören. Ein Highlight gibt es aber noch in der Staffel 2017 und zwar Ekaterina, unsere Kämpferin, hat tatsächlich ihren ersten Sieg holen können, über den sie sich auch wirklich stark gefreut hat. Sieg Nummer 1! Eine Premiere für Ekaterina und natürlich auch für Gil Oferim. Ja, zum ersten Mal Lesen zu gewinnen war schon, das ist ein Erlebnis, das kann man wirklich nicht beschreiben, das muss man fühlen. Also, weil plötzlich auf einmal gegen deinen Traum in Erfüllung. Herzlichen Glückwunsch, Ekaterina. Es sollte aber nicht der letzte Sieg sein. Und tatsächlich, wie man auch am Ende gesehen hat, Vanessa Mai hat das Finale verloren. So ist es manchmal, ne? Trotzdem war sie natürlich eine der wirklich besten Teilnehmerinnen ever. 2018 gab es dann wieder eine Veränderung in der Moderation. Sylvie Mais hat aufgehört und Viktoria Swarovski kam an Daniels Seite. Ah, die Vicky! Wir sind jetzt beendet. Let's Dance Family. Und seitdem besteht auch die Familie seit jetzt nunmehr 5 Jahren und die sind auch alle sehr happy darüber. Ja, wir sind eine Familie, wir sind ein super Team. 2 Moderatoren, was machen super Joe. Und wir, the best jury in the world.
Und auch 2018 gab es wieder eine wundervolle Verkündung, auch wenn Mozzi es lange versucht hat, noch zu verstecken. Irgendwann war es mehr als eindeutig. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Lass die Kerzen! Herzlichen Glückwunsch! Jetzt bin ich happy, Mama. Ich weiß auch nicht, solche Verkündungen und solche Momente, die hitten mich einfach immer mitten rein ins Herz. Aber natürlich wurde auch getanzt und die Gewinnerin Ekaterina hatte auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. In der letzten Staffel heimste Ekat den Pokal mit Gil Ufarim ein. Wenn ein Profi gewinnt, dann nächstes Jahr bekommt er immer eine Herausforderung, also eine neue Aufgabe, wo du wirklich kämpfen musst, um weiterzukommen. Da kam dieser Promi in Frage. Und ganz ehrlich, im ersten Moment denkt man nicht, dass Ingolf Lück die Nase der Nation irgendwie ein Kandidat ist, der Let's Dance gewinnen kann. Aber was ich auch nicht wusste, der war tatsächlich früher auch mal so ein Pantomime-Künstler und hat dadurch schon auch eine gewisse Körperbeherrschung. Ja, und er hat zusammen mit Ekaterina einfach komplett abgerissen. Entertainer Ingolf ließ allerdings die Puppen tanzen. Wer hätte das gedacht? Mit 60 Jahren so einen flotten Jive hinzulegen, mit dieser Energie. Und jede Menge Ausdruck. Und die Reise ging immer weiter, von Auftritt zu Auftritt, bis zum legendären Schreckauftritt im Finale. Bis hin zu ihrem unvergesslichen Finaltanz. Dancing Star 2018 ist Ingolf Lück. Und das ist natürlich eine richtig schöne Geschichte und Ingolf Lück als Gewinner zu haben ist auch richtig cool. Auch wenn es eine Sache gab, die das vielleicht nochmal begünstigt hat, denn die große Konkurrenz in diesem Jahr war tatsächlich Jimmy Blue Ochsenknecht. Der hat sich aber dann ja auch schwer verletzt. Hatte ich. Ich habe mich beim Aufwärmen kurz vor meiner Rumba hat's geknackst und dort habe ich mir den Fuß gebrochen. Die Renata hat mit dem Jimmy getanzt und man steckt am Ende nicht drin. Das sind alles keine Profitänzer, die Prominenten. Und ja, so eine Verletzung kann natürlich passieren. Ist schade, aber die E-Cat hat sich gefreut. E-Cat kann froh sein, dass Jimmy Blue ausgefallen ist. Sonst, glaube ich, hätten wir gewonnen. Wir kommen immer näher Richtung Gegenwart. Wir sind jetzt im Jahre 2019 angefangen und die Ekaterina hat jetzt zweimal hintereinander gewonnen und hat direkt den nächsten Brocken bekommen, und zwar Handballer Pascal Henz. Mit dem wird die doch nicht nochmal gewinnen. Dreimal hintereinander zu gewinnen, heißt schon was. Aber beim Tanzen ist es auch wirklich oft so, habe ich das Gefühl, dass es am Ende des Tages Leute gibt, die das richtig gut können, von denen man das irgendwie nie geglaubt hätte, oder? Vielleicht bin ich ja auch ein richtig guter Tänzer. Ihr müsst mich jetzt mal alle abonnieren, damit ich irgendwann so relevant bin, dass ich vielleicht auch zu Let's Dance kann. Ich vermute, wenn ich irgendwann mal zu Let's Dance kommen sollte, dann höchstens als Kabelträger. Aber man soll ja nicht aufhören zu träumen, oder? Der große Handballer beeindruckte die Jury immer wieder neu. Ein echtes Tanztalent. Du hast ein sehr glückliches Popo präsentiert. Wow. Ja, und das Ding ist, Pascal Henz hat das gar nicht jetzt so auf eine lustige Art und Weise gemacht, wie man es vielleicht auch bei einem Knossi ein bisschen erwartet, sondern Pascal Henz, der kann einfach seine Hüfte schwingen, Bruder. Die zweite Erkenntnis, Handballhüften sind beweglich. Und wie? Und Pascal hatte auch richtig starke Gegner, denn Ella Endlich war auch in dieser Staffel mit dabei. Wobei man sich da ja auch ein bisschen gestritten hat, weil Ella Endlich irgendwie schon fast eine Profitänzerin ist. Auf jeden Fall konnte er aber im Finale trotzdem Paroli bieten. Dort heimste Pascal, wie seine härteste Gegnerin Ella, dreimal 30 Punkte ein. Doch dank des Publikums räumte Pommes den Pokal ab. Und Ekat gewann zum dritten Mal in Folge. Was für eine wirklich krasse Geschichte, gerade auch von Ekaterina, aber auch von Pascal Henz. Nichtsdestotrotz wollen wir Ella Endlich natürlich auch den Credit geben. Auch sie war auf jeden Fall ein Highlight aus 2019. Ella Endlich hatte unglaubliches Talent, hat nicht viel trainiert und hat es geschafft, dann sowas immer wieder auf die Fläche zu zaubern. Das ist unglaublich.
Jemand, den man auch mal als Highlightchen erwähnen kann, ist Oliver Pocher. Der war in der Staffel auch mit dabei und man muss schon sagen, der hat wirklich lustige Auftritte hingelegt. Ein Moment war besonders unangenehm für seine Tanzpartnerin. Ich glaube, die Szene will sie nicht unbedingt sehen. Aber hier kommt sie! Wir haben es tatsächlich wirklich auf Platz 7 geschafft. Ja, und 7. Platz für Oliver Pocher kann man schon grundsätzlich als Gewinn werten, glaube ich. Es gab dann noch eine sehr besondere Sache in diesem Jahr. Und zwar gab es einen Tänzer, der schwerhörig war. Wie soll das funktionieren? Aber Isabel Edvardsson, unsere erfahrenste, die wir haben, hat das so gut mit ihm gelöst, dass der hervorragend abgeliefert hat. Er macht Musik. Und auch das ist wieder so eine Sache, die ich wirklich sehr gerne selber komplett gesehen hätte damals, weil die Ausschnitte, die ich jetzt hier gesehen habe, die waren wirklich sehr schön und auch wieder großen Respekt an Isabel. Das ist auch einfach, keine Ahnung, also du kannst dich ja nur in solche Frauen verlieben. Es ist ja einfach großartig. Benjamin und Isabel verzauberten alle bis ins Finale und wurden Dritte. Wir sind angekommen im Jahr 2020 und heutzutage wissen wir es besser. Christina Luft und Luca Henny sind mittlerweile ein Paar und heiraten, glaube ich, bald. Deswegen ist natürlich ihre erste Begegnung in der Willkommensshow und ihr Zusammenkommen auch ein Highlight in dieser Geschichte. Ich bin happy. Ich habe ja auch noch Geburtstag. Es ist das beste Geburtstagsgeschenk. Oh. Auch wenn die anderen es mir nicht glauben, am Anfang habe ich mich wirklich nur über ihn gefreut als Tanzpartner. Das geht nicht. Natürlich, nur darüber gefreut, dass man den Tanzpartner hat. Alle anderen aus der Let's Dance-Familie haben irgendwie direkt gemerkt, dass da doch ein bisschen Chemie zwischen denen ist. Ja, Luca und Christina, das hat man schon ganz am Anfang in der Kennenlern-Show gespürt. Nur sie haben es nicht zugegeben. Und am Ende des Tages ist das doch eine super schöne Sache und auch Luca ist mittlerweile sehr glücklich darüber. Durfte Christina mit nach Hause nehmen, eben wir heiraten. Es hat zum privaten Glück geführt und an sehr viel Erfahrung natürlich im Tanzen. Ebenfalls in dieser Staffel mit dabei war Ilka Blessin. Das ist ja Cindy aus Marzahn in Real Life. Also die echte hinter, also die echte Frau hinter Cindy aus Marzahn. Und ja, die war jetzt nicht so mega erfolgreich, aber sie konnte einmal mit Joachim Lambi tanzen. Auch ein absolutes Highlight. Und auch jemand, der auf jeden Fall mitgeschraubt hat an richtig guten Auftritten, war die Gewinnerin, die Staffel am Ende geholt hat. Der Dancing Star 2020 ist Lilly Paul Roncalli mit Massimo Silato. Ja, und dann sind wir auch schon im Jahr 2021 angekommen und dort herrschte der nordische Gott. Dieser Mann sorgte mit nordischem Charme von Show 1 an für Schnappatmung bei den weiblichen Zuschauern. Rurik Gislason. Ja, und was soll man sagen, ne? Ich meine, ich stehe auf Frauen, aber wenn es sein muss, dann komm, Rurik, ne? Dann mach ich's. Dann können wir knutschen. Und die 10er-Kellen unserer Jury waren im Dauereinsatz. Ruriks größter Fan, Jorge. Deine inneren Organe haben getanzt. Ja, und was soll ich sagen? Es gibt so Menschen, die siehst du und du denkst dir, boah, wie kann man so hübsch sein? Und dann gibt es Rurik, der ist so ein bisschen wie Chuck Norris. Nur in der Hübschheitsskala. Absoluter Höhepunkt seiner Let's Dance-Reise, ein Freestyle als germanischer Gott Thor. Der letzte Tanz vor der finalen Entscheidung. Und am Ende konnte es nur ein Siegerpaar geben. Aber der hat natürlich auch, ne, der hat richtig gut getanzt, der sieht richtig gut aus und das war auch der Auftritt im Finale mit diesem Umhang und der Rüstung, diesem Gladiator-Ding, diesem nordische Gottheit-Ding. Es ist halt auch einfach richtig gut gemacht und Rurik auch ein Riesen-Highlight in der kompletten Let's Dance-Geschichte und ich könnte mir vorstellen, dass richtig viele Leute von euch das auch gesehen haben. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie war diese Staffel mit Rurik und was hat den so besonders gemacht?
gemacht. Ein auch wirklich besonderer Kandidat war aber der Jan Hofer, der auch wirklich stark beeindrucken konnte. Wenn ich jetzt nur an Jan denke, dann wird mein Herz ganz warm, muss ich sagen. Jan Hofer ist so ein toller Mensch und es war eine tolle Staffel mit ihm. Und es gab noch eine Besonderheit, kann man auf jeden Fall sagen. Es gab ein rein männliches Tanzpaar und so wie ich gehört habe, sollen die auch relativ gut gewesen sein. Erstmalig in der Let's Dance Geschichte tanzten zwei Männer miteinander. Prince Charming Nicolas Puschmann bekam Vadim als Partner. Als ich gesehen habe, dass der Nicolas will mit einem Mann tanzen, habe ich gedacht, wow, da wäre ich gerne dabei. Ich hoffe natürlich, dass dieses rein männliche Tanzpaar dann auch im Großen und Ganzen einfach nur zum Tanzen benutzt wurde und da nicht noch so diese ganz große Story drumherum gebaut wurde, die ja heutzutage oft gemacht wird und die auch oft ein bisschen nervig ist, finde ich dann. Und damit kommen wir dann tatsächlich an im letzten Jahr, im Jahr 2022. Und da ging es auf jeden Fall schon sehr turbulent los. Und das war auch das Jahr, wo Herr Lambi zum allerersten Mal eine Show verpasst hat. War das schön. Schade. Genau. Und er hat die Show natürlich verpasst, weil er krank wurde. Generell im Jahr 2020, 21 und 22 gab es ja relativ viele Probleme wegen der ganzen Situation, die so auf der Welt herrschte. Und dass Joachim Lambi nicht da war, naja, wenigstens der Daniel Hartwig hat sich bestimmt darüber gefreut. Wobei er dafür auch eine Retourkutsche bekommen hat, denn Daniel Hartwig hat auch zweimal in der Staffel gefehlt. Er wurde aber gut von seinem Stunt-Double ersetzt, der ihn irgendwie überall ersetzt. Manchmal frage ich mich, sind es überhaupt zwei verschiedene Personen? Daniel Hartwig verpasste zwei Shows und Ersatz musste her. Retter in der Not, Jan Köppen. Hola chico, frische Fleisch haben wir bekommen. Auch ein bisschen Frischfleisch, wenn man das so sagen könnte, waren die neuen Kandidaten. Und die Renata durfte sich tatsächlich einen Tanzpartner aussuchen. Und ihre Wahl war jetzt tatsächlich erstmal relativ überraschend. Ich möchte richtig Let's Dance rocken mit Matthias! Und sie hat sich für den Matthias entschieden, der ja kleinwüchsig ist, aber die beiden haben trotzdem richtig, richtig abgeliefert. Aber am Ende hat man das gar nicht so wahrgenommen. Wir haben Matthias als Mann da wahrgenommen und er hat einen tollen Job gemacht. Und tatsächlich ist er sogar bis ins Finale gekommen und da sieht man mal wieder, am Ende des Tages kommt es auf die Leistung an. Und Ausreden kann man immer finden, aber Ausreden sollte man nicht immer finden, denn man sollte manchmal auch einfach machen. Ebenfalls in der Staffel mit dabei war Amira Pocher und es gab so einen Magic Moment Tanz, wo man so ein bisschen persönliche Dinge mit reingebracht hat. Und der von Amira Pocher, das war wahrscheinlich einer der emotionalsten. Auch ein absolutes Highlight. Das war für mich der ehrlichste Magic Moment, den ich je gesehen habe, Let's Dance. Timo, du Papa. Selbst Oliver Pocher musste da weinen bei ihrem Auftritt, das ganze Publikum auch. Ich glaube, selten hat ein Magic Moment so viele Menschen berührt wie der von Amira Pocher. Ne? Ich denke mal, diese Magic Moment Tänze, die kommen auch noch diese Staffel, oder? Da freue ich mich tatsächlich drauf. Aber auch wenn es hier jetzt ein bisschen kurz kommt, ein absolutes Highlight und wahrscheinlich der beste Kandidat wirklich aller Zeiten, das ist der René gewesen und der hat diese Staffel natürlich auch gewonnen. Also er war mit Abstand ein Ausnahmetalent. Und damit sind wir tatsächlich durch. Nochmal, wie schon erwähnt, diese Sendung war wirklich fast 4 Stunden lang. Wenn ihr das Ganze interessant fandet, guckt gerne auch nochmal bei RTL Plus vorbei. Guckt es euch vielleicht beim irgendwo nebenbei nochmal an. Da sind wirklich noch so viele andere Geschichten mit drin, die ich euch jetzt nicht erzählen konnte. Aber das war ein grober Überblick über die besten Szenen und die Highlights aus 15 Jahren Let's Dance. Eine kleine Sache gibt es aber noch und zwar hat Joachim Lambi einen Kandidaten zu seinem All-Time-Favorite erklärt. Und der steckt in diesem Hasenkostüm. Wer zur Hölle steckt denn jetzt in diesem herrlichen Hasenkostüm? Mhm. Wer ist Lambis Liebling aller Staffeln? Hase, entkleide dich. Sätze, die bei Let's Dance häufiger gesagt werden. Ja. Und wir haben jetzt hier so einen Mask-Singer-Moment. Aber gucken wir mal, wer hier unter der Hasenmaske steckt. Hunde. Es ist... Alexander Klaus! Hase! Moin! Wie schön, dich zu sehen!
Guck mal, endlich haben wir gleich dicken Bauch. Ja, das ist also gespürt bei Umarmung. Alexander Klavs ist also der Liebling von Joachim Lambi. Und Alexander Klavs ist einer der besten Kandidaten ever, ever, ever. Und Let's Dance ist wirklich auch eine emotionale Geschichte. Und Alexander Klavs beendet das Ganze jetzt sehr schön. Und ich werde euch jetzt auch verabschieden mit den letzten Impressionen, die ich euch mitgebe aus dieser Show. Ich habe dieses Jahr Let's Dance zum ersten Mal geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Let's Dance ist für mich eine wirklich krasse Quelle der Positivität. Let's Dance ist eine Reise zu sich selbst. Let's Dance ist Emotion, Leidenschaft, Bombe. Geil! Mut. Lebensfreude. Comedy. Let's Dance ist die volle Punktzahl. 10.